Das Magdeburger Stadtarchiv kann durch die Lockerungen der Corona-Eindämmungsverordnung seine Öffnungszeiten erweitern. Während des Lockdowns erfolgten Umbauarbeiten im Haus. Zum Hauptlesesaal gehören zwei neue Gruppenarbeitsräume. Die hellen und großzügigen Arbeitsplätze sind voll verglast. Die Regeln zum Infektionsschutz lassen sich jetzt noch besser einhalten. An den großformatigen Tischen lassen sich auch Bauakten und Pläne in Übergrößen ausbreiten. Ab sofort gelten folgende Öffnungszeiten des Hauptlesesaals: Dienstag 9 bis 18 Uhr, Mittwoch 9 bis 16 Uhr, Donnerstag 9 bis 16 Uhr, Freitag 9 bis 12 Uhr. Das Stadtarchiv ist wieder ohne Terminanmeldung zugänglich und hält weiterhin seine digitalen Angebote unter www.magdeburg.de/stadtarchiv bereit.